Wenn man Eismeteorite anschneidet und die entstehende Oberfläche vielleicht noch ein bisschen poliert und dann mit einer schwachen Salpetersäure, also HNO3, anätzt, sieht man eine gewisse Struktur in diesen Eismeteoriten. Diese Struktur entsteht, wenn die ehemals geschmolzenen Eisenmeteorite abkühlen und dabei unterschiedliche Metallphasen entstehen und entmischen, also zum Beispiel Kammerzit und Tänit. Und diese unterschiedlichen Phasen haben unterschiedliche Resistenzen gegenüber der HNO3 und werden unterschiedlich angeätzt und deshalb kann man dann diese Struktur erkennen. Früher wurden die Eisenmeteorite entsprechend der verschiedenen Strukturen, die man erkannt hat, klassifiziert, in zum Beispiel Ataxite, Oktahedrite und so weiter. Das macht man heute nicht mehr. Heute verwendet man Spurenelementzusammensetzungen. Und dafür sind mal die zwei typischen Diagramme aufgetragen. Einmal mit Germanium auf der Y-Achse und einmal mit Iridium auf der Y-Achse. Auf der X-Achse ist jeweils Nickel aufgetragen. Die Y-Achsen sind log-skaliert, das heißt, diese Bereiche, die hier abgedeckt werden, die Zusammensetzungsbereiche sind sehr groß. Also zum Beispiel Iridium sieht man hier bei den, sagen wir mal, 2AB-Meteoriten einen Bereich von 1, 2, 3, 4, 5 Log-Einheiten, über die die Iridium-Zusammensetzung hier variieren kann. Ähnliche hohe Variationen sieht man zum Beispiel bei den 2F, bei den 3E und so weiter. In den Germanium-Zusammensetzungen sieht man auch hohe Variationen, die sind allerdings nicht ganz so hoch. Also zum Beispiel hier in den 4A sieht man jetzt höhere Variationen, aber in den meisten anderen sind die hier kleiner. Diese Spurenelementvariationen entstehen durch fraktionierte Kristallisation. Und aufgrund der Verteilungskoeffizienten gibt es dann hier diese unterschiedlichen Konzentrationen. Jetzt bezeichnet man oft die Meteorite mit den sehr großen Variationen hier als magmatische Eisenmeteorite und die anderen als nicht magmatisch. Die Unterscheidung ist natürlich einigermaßen sinnfrei, weil alle Eismeteorite einmal geschmolzen waren. Man sollte nur wissen, dass es diese Unterscheidung gibt, aber an sich braucht man die nicht wirklich. Früher waren in dem Diagramm außerdem noch die 1AB und 3CD Eismeteorite eingezogen, also die 1AB liegen ungefähr hier und die 3CD liegen ungefähr hier und in dem anderen Diagramm würden die 1AB hier liegen und die 3CD vielleicht in dem Bereich. Heute werden die aber in dem Diagramm nicht mehr unbedingt eingezeichnet, da die nicht mehr unter die Achondrite und zu den Eismeteoriten klassifiziert werden, sondern zu den primitiven Achondriten jetzt eigentlich gehören. Und das ist die Art und Weise, wie man heute Eisenmeteorite einteilt, entsprechend ihrer Spurenelementgehalte, die sehr große Bereiche hier aufweisen können.